Ausgrabungen und die dadurch erzielten Entdeckungen stellen immer eine Errungenschaft dar. Denn durch sie können Rückschlüsse auf die unterschiedlichsten Lebensbereiche der damaligen Zeit gezogen werden. So geben die Funde des alten Ägyptens der Antike häufig Einblicke in die ägyptische Mythologie und der damit verknüpften Götter- und Totenkult. Alte Bauten, Reliefs, Wandgemälde und andere Kunstgegenstände können auf die Methoden ihrer Herstellung hin untersucht werden, sodass man selbst heute, Jahrtausende später, in der Lage ist, den damaligen Wissensstand nachzuvollziehen und die Herstellungsprozesse zu rekonstruieren. Das dadurch erlangte Wissen kann teilweise sogar in der modernen Welt des 21. Jahrhunderts eingesetzt werden. Dir gefallen Videos über geheimnisvolle Entdeckungen? Dann zeig es uns mit einem Daumen nach oben, abonniere Topwelt und starte noch heute mit uns eine abenteuerliche Reise, um die neuesten erstaunlichen Entdeckungen aus der ganzen Welt zu erforschen. Lasst uns loslegen! Ägyptisch Blau – das älteste künstliche Farbpigment. Bei Ägyptisch Blau handelt es sich um ein künstlich hergestelltes Pigment, dessen blaue Färbung sich je nach Korngröße unterscheidet, sodass es im groben Zustand einen kräftigen, dunklen Farbton besitzt. Je feiner das Pigment ist, desto heller die Farbe. Es wurde erstmals im 19. Jahrhundert bei Ausgrabungen in Pompeji entdeckt. Die älteste bekannte Verwendung des Pigments ist auf das Ende der ersten Dynastie zurückzuführen und somit 5000 Jahre alt. Aber besonders im Neuen Reich, in der Zeit von 1550 bis 1070 vor Christi, wurde das Pigment häufig für Statuen, Grabgemälde, Sarkophage oder ägyptische Fajenz, eine Art Keramik, verwendet. Dabei stellte es einen vergleichsweise günstigen Ersatz zu dem natürlich vorkommenden Lapislazuli-Schmuckstein dar, welcher aus Afghanistan importiert wurde und daher sehr teuer war. Zur künstlichen Herstellung wurden fein gemahlener Quarzsand und Kalkstein mit Kupfererz oder Bronzespänen sowie etwas Natron oder Pflanzenasche verwendet. Das Gemisch wurde anschließend bei 850 bis 950 Grad für mehrere Stunden gebrannt. Die markante blaue Färbung ist durch das Verhältnis von Kupfer zu Calcium begründet. Blau stellt dabei die Farbe des Himmels und des Universums dar. Es ist die Farbe des Lebens, der Fruchtbarkeit und der Wiedergeburt. Im alten Ägypten wurde die Farbe besonders mit dem Nil assoziiert, dessen jährliche Flut zur Bestellung der Felder essentiell war. Aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften kann es heutzutage auch in der Medizin oder Sicherheitstechnik Anwendung finden. Das Tal der goldenen Mumien. Das Tal der goldenen Mumien liegt in der Baharia-Oase im ägyptischen Teil der libyschen Wüste und bezeichnet einen Friedhof. Dieser wurde am 2. März 1996 zufällig entdeckt, als der Esel eines Wächters durch ein Loch im Boden stolperte und eine Mumie zutage brachte. Bei Ausgrabungen durch Dr. Zahi Hawass und seinem 12-köpfigen Team wurden insgesamt 15 Gräber mit 230 Mumien freigelegt. Auch wenn jede Mumie eigene individuelle Merkmale aufweist, verfügen sie über ein gemeinsames Merkmal. Sie lächeln. Zudem lassen sich die gefundenen Mumien in vier Arten unterteilen. Die erste und namensgebende Art der Mumie trägt eine vergoldete Maske sowie vergoldete Weste. Die zweite Art ist mit Kartonage, mit gipsversteiftes Leinengewebe oder Papyrus bedeckt und bemalt. Die dritte Art ist nicht verziert, stattdessen gehört zu diesen Mumien ein menschlich geformter Sarg. Die vierte Art der Mumien ist ausschließlich mit Leinwänden und Leinengewebe bedeckt. Das Tal der goldenen Mumien selbst ist zwar nicht zugänglich, jedoch sind einige Mumien im Museum in Bavitis ausgestellt. Die Felsentempel von Abu Simbel. Abu Simbel liegt im ägyptischen Teil Nubiens und ist etwa 40 Kilometer von der südsudanischen Grenze entfernt. Die dort in den Felsen gehauenen Tempel wurden erstmals am 22. März 1813 vom Schweizer Johann Ludwig Burckhardt, welcher unter dem Decknamen Scheich Ibrahim ibn Abdallah eine Expedition durchführte, entdeckt. Ramses II., Pharao der 19. Dynastie, ließ die beiden Tempel etwa 1200 vor Christus errichten. Der größere Tempel war seiner eigenen Verehrung und der Reichsgötter gedacht. Er besitzt eine 38 Meter breite und 32 Meter hohe Fassadenstruktur, dessen Front mit vier 21 Meter hohen Kolossalstatuen geziert sind, welche Ramses darstellen. Der kleinere Tempel wurde der Göttin Hathor geweiht und war ein Verehrungstempel für Nefertari, Ramses Gemahlin. Im Rahmen der Bauarbeiten zum Aswan-Staudamm mussten beide Tempel versetzt werden, da der ansteigende Wasserspiegel des Nassersees die Tempel bedrohte. Sie wurden im Rahmen eines internationalen Projektes abgebaut und an einer 65 Meter erhöhten Stelle originalgetreu rekonstruiert. Die Tempelanlagen sind begehbar und können von Touristen besichtigt werden.
Die Grabanlage KV-17, das Grab Sethos I. KV-17 ist die Bezeichnung für die Ruhestätte des Pharaos Sethos I. aus der 19. Dynastie, dessen Grabmal zwischen 1308 und 1294 vor Christus entstand. KV ist das Akronym für King's Valley und deutet somit auf den Ort, nämlich das Tal der Könige, hin. Die Zahl gibt die Reihenfolge der Entdeckungen der Gräber an. Es handelt sich somit um das 17. Grab. KV-17 wurde zwischen dem 16. bis 19. Oktober 1817 bei Ausgrabungen von Giovanni Battista Belzoni entdeckt. Bisher wurden 7 Korridore und 11 Kammern mit einer Gesamtlänge von 137,9 Meter freigelegt. Mit seiner Größe von fast 650 Quadratmetern zählt es zu den größten Gräbern im Tal der Könige. Der Sarkophag ist seit 1824 im Sir John Soane's Museum in London ausgestellt. Ein Basrelief, welches Sethos und die Göttin Hathor darstellt, ist im Louvre zu besichtigen. Weitere Fragmente sind im Museum von Florenz. Ein wichtiger Grabpfeiler mit der Darstellung von Sethos I. vor dem Gott Osiris befindet sich in Berlin. Deir el-Medina, die Arbeitersiedlung Seth Maat. Die Ruine dieser Arbeitersiedlung des antiken Theben war im Zeitraum von 1520 bis 1069 vor Christus von Arbeitern, Handwerkern und Künstlern bewohnt. Sie waren diejenigen, die für die Fertigung der Grabstätten im Tal der Könige verantwortlich waren. Daher war der alte Name des Ortes Seth Maat, also Ort der Wahrheit. Die sogenannten Diener im Ort der Wahrheit hatten eine erstrebenswerte Position inne. So wurden sie gut bezahlt und hatten bis zu ein Drittel des Jahres frei. Erste Ausgrabungen fanden 1905 bis 1909 durch Ernesto Schiaparelli statt. Weitere folgten 1922 bis 1951 durch Bernard Bruyère. Dabei wurden Grundmauern von 68 Häusern gefunden. Dazu gab es einen Müllabladeplatz und einen Friedhof. In der Nähe fand man außerdem einen Tempel. In dessen Nähe fand man über 5000 Papyri und Ostraka, welche das alltägliche Leben der Dorfbewohner beschrieben. Die Ruinen der Siedlung sind öffentlich zugänglich. Die Grabanlage KV-62, das Grab Tutanchamuns. Diese Grabstätte liegt auch im Tal der Könige und ist Tutanchamun zuzuweisen, welcher von 1332 bis 1323 vor Christus regierte. Er wird aufgrund des jungen Alters seiner Thronbesteigung von 8 bis 10 Jahren auch als Kinderkönig bezeichnet. Es ist das 62. von 64 entdeckten Gräbern im Tal der Könige. Das Besondere an diesem Königsgrab ist, dass es bei seiner Entdeckung noch versiegelt war. Aufgrund von Grabräubern und Plünderungen waren die Siegel, welche die Unversehrtheit eines Grabes repräsentierten, oft schon gebrochen und die Grabbeigaben und Schätze gestohlen. Das gesamte Grab umfasst eine Größe von fast 110 Quadratmetern. Die Vorkammer, in welcher man 600 Objekte fand, ist knapp 30 Quadratmeter groß. Zu den Funden zählt unter anderem der aus Holz bestehende und vergoldete Thron des Tutanchamuns, welcher zudem mit Fayence, Silber, Stein und buntem Glas geschmückt ist. In der Grabkammer findet man etwa 300 Objekte. Dazu gehören 4 vergoldete Holzschreine und ein Sarkophag. In diesem Sarkophag befanden sich 3 Särge, wobei der innerste Sarg aus massivem Gold besteht und 110,4 Kilo wiegt. In ihm fand man auch die berühmte goldene Totenmaske. Der gesamte Grabschatz ist von unschätzbarem Wert und befindet sich im vollständigen Besitz Ägyptens. Der unvollendete Obelisk im Steinbruch bei Assuan. Der aus Rosengranit bestehende, unfertige Obelisk befindet sich in Assuan. Dieser wurde dort in einem Stück aus dem Fels eines Steinbruchs geschlagen. Allerdings wurde die Arbeit nie vollständig beendet, sodass der Sockel noch mit dem Felsen verbunden ist. Wäre er fertiggestellt worden, würde es sich um den größten Obelisken des Altertums handeln. Mit dem quadratischen Grundmaß von 4,2 Metern, einer Höhe von 41,75 Metern und einem Gewicht von 1186 Tonnen hätte es sich um ein wahrhaft imposantes Gebilde gehandelt. Die Arbeit musste allerdings aufgrund von Rissen im Material aufgegeben werden. Wer den Obelisken in Auftrag gab und zu welcher Zeit er entstand, ist unbekannt. Es gibt jedoch Vermutungen, die den Bau in die Herrschaftszeit der Pharaonin Hatschepsut von 1497 bis 1458 vor Christus einordnen. Demnach soll der Obelisk für den Karnak-Tempel bestimmt gewesen sein sollen. Der unvollendete Obelisk gilt seit 1997 als Weltkulturerbe der UNESCO. Heute handelt es sich bei dem Steinbruch um ein Freilichtmuseum. Das Khufu-Schiff der Cheops-Pyramide.
Beim Khufu-Schiffs handelt es sich um ein intaktes, lebensgroßes Schiff, welches 1954 von Kamal el-Malak gefunden wurde. Es wurde für Khufu, Pharao der 4. Dynastie des Alten Reiches, erbaut und als Grabbeigabe zur Nutzung in der Unterwelt freigegeben. Dazu wurde das Schiff ca. 2500 v. Chr. Am Fuße der Cheops-Pyramide in einer Grube versiegelt. Es gehört zu den ältesten, größten und besterhaltetsten Schiffen der Antike. Es hat eine Länge von 43,6 Metern und ist 6 Meter breit. Dabei ist unklar, ob es jemals in seiner Verwendung als Schiff gebraucht wurde. Fehlendes Tauwerk und Ruder lassen darauf schließen, dass es nicht zum Fahren gedacht war. Heute ist das Schiff im Giza-Solarbautmuseum ausgestellt. All diese Entdeckungen markieren bedeutende Ereignisse zum besseren Verständnis der Vergangenheit. Solche Ausgrabungsarbeiten sind zwar geprägt von Fehlschlägen, dauern lange und kosten unfassbar viel Geld, aber dennoch sind sie wichtig. Denn auch wenn das Zeitalter des antiken Ägypten tausende Jahre zurückliegt, können wir aus der Vergangenheit lernen und versuchen, Fehler nicht zu wiederholen. Denn auch das damals so fortschrittliche Ägypten war mit Sicherheit nicht perfekt und hatte mit vielen politischen Problemen zu kämpfen. Was ist eure Meinung dazu? Haltet ihr solche Ausgrabungen für sinnvoll oder handelt es sich nur um die Verschwendung von Ressourcen? Bei Ausgrabungen treffen die Forscher außerdem oft auf Gräber. Haltet ihr es für legitim, die Totenruhe zu stören und Mumien und Schätze zu entwenden und öffentlich zur Schau zu stellen? Möchtet ihr vielleicht mal selber die antiken Fundstücke besichtigen oder habt es vielleicht sogar schon getan? Oder haltet ihr ein solches Verhalten für unangemessen? Schreibt eure Meinungen und Erfahrungen dazu gern unten in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es uns gerne mit einem Daumen nach oben. Und um nie wieder etwas zu verpassen, klickt auf Abonnieren. Und wir sehen uns bald wieder.